Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, heute bei mir mit dabei der Johann Schäfer. Hallo. Hallo, Herr Schäfer. Ja, hast du dich ein bisschen erholt ein paar Stunden? Hast du ein bisschen länger geschlafen? Ja. Dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Ach Quatsch, dafür doch nicht. Alles gut, Mensch. Wir hatten auch einen anstrengenden Abend gestern gehabt. Du, pass auf, ich habe schon, wie du gesehen hast, vielleicht auf dem Feld hinten die ganzen Ballen in die Schläuche gewickelt mit dem LU zusammen. Mhm. Ich habe schon gezettert. Jetzt heißt es, wir müssten einmal mit dem Schwader drüber und könnten dann Heuballen pressen. Ja. Ich würde aber Folgendes vorschlagen. Und zwar, wir müssen dringend nochmal zum Händler. Wir lassen uns mal schnell noch die Vermehr nutzen, um Heuballen zu pressen. Ja. Und dann packen wir die Sachen zusammen und düsen zum Händler runter. Weil das Gerät muss leider auch wieder zurück. Ein Vorführgerät war das dann? Oder? Ja, genau. Also die Presse war ein Vorführgerät. Dann würde ich sagen, geh mal rein in die Maschinen, fix einmal zusammenschwarten. Weißt du, was ich heute mache? Ich fahre heute mal meinen kleinen Fan hier. Mein Favorit. Das machen wir. Schnappst du dir den Kubota? Schnapp dir den Vermeer, logischerweise. Ich nehme die Presse. Hast du eine Idee, wo der Dings ist? Der Schwader? Steht beim Silo. Steht neben beim Silo? Perfekt. Gut. Okay. Ey, wer hat denn das so abgestellt hier? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Das ist ja wohl der absolute Hohn. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Guck dir das aber bitte an. Also diese Parkordnung hier. Das stimmt. Das ist etwas sehr ungünstig. Ich muss jetzt hier durch, nützt nichts. So. Was beim Silo hin? Ach, da steht er. Genau, perfekt. So. Gut. So. Ja, wir haben leider ein bisschen das Problem, das wird sich sehr bald schon geben. Ich hatte es vielleicht schon mal erwähnt, dass wir so viele Ballen gerade aktuell auf der Karte haben, dass wir hier ein bisschen Probleme in manchen Regionen haben. Leider ist meine Region eine davon. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich mir da nicht zu 100% sicher bin, ob diese Schläuche hier, diese Silageschläuche, die wir hier abgelegt haben, ob nicht vielleicht auch die ein paar Probleme machen. Vielleicht hat der ein oder andere schon Erfahrung damit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ich habe die noch nie so benutzt. Ich wollte das gerne mal ausprobieren, weil ich das eigentlich eine coole Sache finde. Aber ihr seht selber, also es ist wirklich wild. Es ist wirklich wild, wie das hier teilweise am Rumdingsen ist. Am Rumleckern. Naja, gut, wir werden natürlich so schnell wie möglich versuchen, das Ganze hier zu bereinigen. Das Gute ist, alles, was wir am Ballen haben, können wir einlagern. Wir haben nämlich Ballenlager selber, wo wir das Skript selber eingebaut haben. Hat der liebe Marcel gemacht. Der Herr Reinkrub, da könnt ihr gerne beim True Farming Side Story Kanal vorbeischauen. Da kann könnt ihr euch die Side Story von Marcel anschauen. Der macht für uns so ein bisschen die Modding-Sachen. Und ja, der hat da quasi eingebaut das Skript, dass wir in die Hallen oder in einer Halle eben Ballen einlagern können und dieses ganze Zeugs eben, ne, und auch wieder sauber rausholen. Genau, und deswegen müssen die Ballen jetzt auch so schnell wie möglich in die Lager rein, aber dafür müssen sie natürlich erstmal fertig gegärt sein. Das ist natürlich noch so das kleine Manko gerade an der Sache. Und da müssen wir mal schauen, wie lange das dauert. Gut, ansonsten, upsala. Gut, dass wir so einen Schutz hier dran haben. Werden wir jetzt einfach mal hier das ganze gute Heu zusammen rechnen sozusagen mit unserem Schwader, also zusammen schwaden, und werden ein paar Heuballen noch machen. Und dann haben wir theoretisch schon mal Silage, Heu und Stroh, wenn wir die Felder ernten. Übrigens Felder, ganz wichtig, wir müssen uns ganz, ganz dringend noch eine Spritze holen. Nee, die Spritze haben wir ja. Und müssen da tatsächlich Unkraut bekämpfen, weil es ist so, dass wir da Unkraut haben. Ja, hallo. Der Herr Bergmann hier. Herr Bergmann, die Kavallerie rückt an? Meine Tochter hat am Kleinturm ein bisschen rumgespielt.
Ach, da haben Sie direkt das Jamba-Spar-Abo gebucht jetzt. Ja, richtig. Herr Rosenberg, ich habe Ihnen eine Rechnung geschickt ins Postfach. Ach, perfekt, wegen der Ballengeschichte hier, oder? Ja, durch Ihre missliche Lage habe ich das auch ein bisschen billiger gemacht. Alles gut. Landhand? Moment, ganz kurz. Ich habe hier noch mehrere Rechnungen, sehe ich gerade. Wow. Das ist nicht gut, übrigens. Lübs Agrar, 3315. Richtig. Dann würde ich jetzt einfach mal die Rechnung bezahlen, ja? Das ist sehr toll. Gut, somit sind Sie grün bei uns. Der Landhandel hat mir eine Rechnung gestellt von 26.000. Das glaube ich jetzt gerade nicht. Herr Rosenberg, ich habe Ihnen das gesagt, das sind Halsabschneider. Ja, das merke ich auch gerade, dass das Halsabschneider sind. Meine Güte, 26.000 für die paar Güter, die der mir geliefert hat? Das kann ja nicht wahr sein, ey. Ja, das kann wirklich nicht wahr sein. Ja, vor allen Dingen habe ich es jetzt gekauft und weiß nicht mal, ob ich es noch überhaupt noch brauche, ne? Okay, ja, wenn nicht anders, wir kaufen das auf. Na gut. Wir wissen aber lieber, wenn ich es noch brauchen würde. Ja, natürlich. Ich kann Ihnen auch Flächen, wenn Sie brauchen, Flächen zur Verfügung stellen. Ja, alles gut. Also ich muss mal schauen, was hier rauskommt. Ich hoffe, dass ich den Herrn Wadlinger heute nochmal treffe. Ich weiß halt auch nicht. Herr Bergmann, ganz ehrlich. Ja. Wenn Sie vom Bürgermeister so eine Ansage bekommen würden, würden Sie es dem Wadlinger melden oder nicht? Ich bin mir halt unsicher, ob es das Ganze verschlimmert oder... Ja, ich habe ja das Gespräch nur nicht mitgekriegt, aber wenn er Sie da droht... Hm. Und Sie haben ja einen Pachtvertrag unterschrieben. Geht ja, Lops, oder? Okay, hört sich nicht so an nach einem unterschriebenen Pachtvertrag. Ja, das große Problem an der Sache ist tatsächlich, dass es keinen... Also, dass es bis jetzt noch keinen Pachtvertrag gab, komischerweise. Und ich auch noch keine Pacht zahlen musste. Und mich hat das schon gewundert. Es sollte aber alles offiziell mit Pachtvertrag laufen. Aber ich habe bis jetzt nichts bekommen. So, und jetzt habe ich natürlich auch nichts in der Hand. Okay, das ist natürlich blöd. Deswegen überlege ich halt, ob ich den Herrn Wadlinger da involviere jetzt und dem das vielleicht mal sage. Man könnte mit Wadlinger drüber sprechen, ja. Inwiefern das jetzt noch rechtens ist, ob er... Aber ist ja... Haben Sie das per Handschlag gemacht? Naja, wir haben das im Büro beim Bürgermeister besprochen. Der hat gesagt, die und die Fläche bekommst du jetzt erstmal. Kannst du machen, leg schon mal los, ich mache die Pachtverträge fertig. Also wissen Sie, bei uns Bauern ist das so, wenn man das per Handschlag macht, ja, ist das ja wie ein mündlicher Vertrag. Und ein mündlicher Vertrag zählt ja schon mal. Das sage ich einfach, der hat mir die Hand gegeben. Ja, würde ich jetzt machen. Das sage ich das einfach. Na ja, klar. Okay, alles klar. Da haben Sie mir geholfen, Herr Bergmann. Danke für den Gut, Tipp. Gut, Herr Rosenberg, schönen Tag noch. Ja, tschüssi. Ciao. Tschüss. Ja. Ach, der Herr Bergmann ist halt ein Erfahrener, das muss man ganz klar sagen. Ich will vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht rufe ich den einfach mal an. Umbau bezahlen. Oh ja, das stimmt, ja, da gebe ich Ihnen recht. Hey, komm mal vorbei und schau mal. Oh, Moment, Telefon, andere Leitung. Konferenz? Ja, ich mache auf Konferenz, Moment. Polizeiinspektion Wadlinger, wer stört im Telefonat? Hallo, Sie telefonieren gerade? Ja, hallo, mit dem Herrn Lauringer. Herr Lauringer? Ich habe auf Konferenz geschaltet. Ja. Haben Sie Ihre Rechnung bezahlt schon, Herr Lauringer? Nein, aber ich habe gerade die Rechnung bezahlt bekommen von Herrn Wadlinger fürs Holz. Jetzt bin ich der Rechnung vom Bauhof schon ein bisschen näher. Ich kriege meine Provision nicht, Herr Lauringer, wenn Sie die Rechnung nicht bezahlen. Ja, ich habe aber 10 Tage allein Zahlungsziel, dann wo ich noch ins Konto bin. Das habe ich gleich gesagt, ich das sollte man ändern auf Rechnungen. Das ist total überflüssig. Geschäftsmänner hier, muss ja, ich das, mir sagen. Das also. Total über. Also das heißt, Sie werden noch 10 Tage mit dem Geld wirtschaften, sich dann trotzdem noch 2% snacken, ist ja unerhört. Ja, nee. Also nicht. Da kriegen Sie ja was raus bei der ganzen Aktion. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, gut. Ja, gut, ich klicke mich mal aus, ich bin eh fertig. Bis denn. Achso, ja. Tschüss. Tschüss. Herr Wadlinger? Ja. Ich habe mal eine Frage. Könnten Sie vielleicht mal gegen später... Vielleicht habe ich Antwort. Ja, könnten Sie vielleicht gegen später mal vorbeikommen? Ich habe da eine prekäre Situation, leider. Ich muss Ihnen erstens was beichten. Sagen Sie mal, sind Sie hängen geblieben? Wie hängen geblieben? Haben Sie Seife mit Kleber verwechselt? Nein, ich habe eine prekäre Situation. Das ist was anderes. Das wäre für mich eine prekäre Situation, wenn das festgeklebt wäre. Ach so, nein, es also, ist tatsächlich, geht es um was viel Ernsteres. Ich muss Ihnen was beichten. Ja. Ich habe aber nichts verbrochen und es ist auch nichts Schlimmes. Sie müssen mir was beichten, aber Sie haben nichts verbrochen. Diese beiden Wörter ineinander, das existiert nicht. Das ist keine Koexistenz zwischen den beiden. Ja, man kann auch mal eine kleine Notlüge machen und muss trotzdem auf den Beichtstuhl.
Naja, gut. Manche Menschen sind da so krass. Aber ich habe nicht gelogen, ich habe auch nichts gemacht, ich habe nichts verbrochen, ich habe gegen keine ich Gesetze verstoßen. Sie, wenn Sie was angestellt haben, kennen Sie Game of Thrones? Nee. Kennen Sie dies? Also kennen Sie nicht. Da gibt es eine Szene mit einer Nonne, die die Könige durch die Straßen chauffiert. Nee, mit dem Wort Schande die ganze Zeit. Tut mir leid, ist leider nicht. Das mache ich bei Ihnen. Wenn ich Sie mich anlügen. Es tut mir leid, ich bin ein armer Bauer, kein reicher Polizist, weil ich kann mir das Sky-Ticket nicht leisten. Ach so. Ja, okay, vielleicht. Ich hab da so einen Code, den gebe ich Ihnen mal. Oh, das wäre aber super. Brauche ich da noch so einen Rezifer? Wartlinger 10. Ja, nee, Wartlinger 10. Achso, da kriege ich 10% Rabatt, sie 10% Beteiligung oder was? 10%, ja, genau. So ein Ding ist das. Brauchst du da so einen Rezifer? Ja, den habe ich aber hier auf Lager. Also den konnte ich. Den müssten Sie mir aber vorher doch schicken oder runterbringen einfach. Sind ja gleich nebenan. Ja, ich schmeiß ihn rüber aufs andere Grundstück. Okay? Herr Wartlinger, es geht um eine sehr ernste Situation. Ja. Okay, ja. Vielleicht könnten Sie nachher mal vorbeikommen. Aber ich würde sagen, so gegen 10 Uhr reicht. Also okay, nicht mehr. Also jetzt nicht mehr. Ich muss noch mal zum Händler, dann beim nächsten Mal. Ja. Okay, alles klar. Ich wollte Sie nur schon mal anrufen, dass Sie mich vielleicht mit einplanen. Ich werde meine Sekretärin anrufen und meinen Terminkalender überprüfen, Herr Rosenberg. Würden Sie das machen? Für Sie immer. Das ist sehr nett, Dankeschön. Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nicht-Tag. Ja, eine Sekunde, ganz kurz. Warten Sie mal ganz kurz. Was ist denn hier schon wieder los? Johann! 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 Ja. Mach mal langsam, nicht, dass die teure Flasche Wein da rausfällt. Die ich von Dings geholt habe beim Herrn Rotwild. Scheiße. Ja, Johann, mach langsam. Nicht, dass die war sauteuer. Das ist der Edelwein vom Tschüss. Muss aufpassen, Johann. Wenn die teure Flasche da rausputzt, dann haben wir einen Haufen Geld bezahlt umsonst. Ja, ich pass auf. Okay. Kannst du mir... Johann? Ja. Ich habe doch deine... Rechnung beglichen und du kriegst auch noch Geld von mir. Wenn wir hier fertig sind, kriegst du auch erstmal Kohle von mir, ne? Das, ja, können wir dann ja nachher quatschen. Genau. Wie gesagt, wenn wir dann runter zum Händler fahren, gucken wir mal und dann kriegst du Geld. Folgendes, und zwar, du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du den Herrn, wenn der Herr Wartlinger nachher kommt zu uns und hört sich unsere, ich hab dir das noch gar nicht erzählt. Pass auf, und zwar missliche Situation, der Bürgermeister war da. Ich brauche einfach jemanden zum Reden, Johann, ich muss dir das erzählen. Und hat gesagt, will mir alle Pachtfelder wegnehmen. Aha. Ja. Wie das denn auf einmal? Naja, wahrscheinlich, weil er gerade in einer misslichen Situation ist, ich wahrscheinlich meine Nase zu tief in irgendwelche Sachen gesteckt habe und er jetzt einen Schuldigen sucht, beziehungsweise bei ein paar Leuten eben noch richtig, die Karre in den Dreck fahren will, sage ich jetzt einfach mal so. So. Und da bin ich wahrscheinlich einer davon. Nicht nur das mit dem Kieswerk. Naja, pass auf, er hat das Kieswerk verkauft. Ich meine, du kennst ihn ja, du bist ja verwandt mit ihm. Die typische Masche von ihm. Ist so, ne? Ja, wenn ihn einer zu gefährlich wird, dann versucht er das irgendwie auf diese Weise immer zu machen. Ja, versucht er den auszuschalten. Ja, genau, ihm zu vertreiben. So wie dich damals. Ja, und man sieht ja, wie es geändert ist. Ich war nachher im Wald alleine. Ja, super. Ganz also ehrlich. Deswegen, also das. Aber das kann man doch nicht immer durchgehen lassen. Nee, also müssen wir auch irgendwie einen Riegel davor schieben, dass man auf jeden Fall. Meine Unterstützung hättest du in dem Fall, dass wir ihnen da das Handwerk legen, auf jeden Fall, weil das, was ich hatte, durchgemacht habe wegen ihm, musst du jedenfalls nicht auch durchleben. Dafür bist du ein zu netter, hilfsbereiter Bürger von Waldstätten. Das ist lieb von dir. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Aber trotzdem ist es halt so, das ist, mal gucken, und ja, pass auf. Und die Pachtfelder, es gibt noch keinen Vertrag und alles. Und jetzt will er mir die alle wegnehmen. Er hat gesagt, soll meine Ernte runterholen und dann war es das gewesen. So, und da will ich jetzt mit dem Herrn Wartlinger mal drüber sprechen. Mhm. Weil, pass auf, das erzähle ich aber nur dir. Das weiß sonst niemand. Ich bin ganz Ohr. Ich habe ein Gespräch belauscht vom Wartlinger. Da laufen wohl Ermittlungen wegen auch Veruntreuung von Geldern, was das unter anderem das Kieswerk betrifft. Was er da verkauft hat an den einen Unternehmer. Mhm. So, und da war ich ja für zuständig. Und weil ich da halt gesagt habe, ja, scheiße, und ich hätte halt gern noch ein bisschen weitergemacht in dem Kieswerk, mir hat das alles gefallen. Ja,
Und da habe ich halt ein bisschen wahrscheinlich zu viel geschnüffelt und habe da was angestoßen. Und der Herr Wartlinger hat da nachgeforscht und hat da wahrscheinlich ein paar Geldeingänge entdeckt, die wohl nicht ganz so dorthin gehören. Verstehst du? Nachweisbar sind. Richtig. Genau, das, und das ist halt das Ding. Und deswegen gibt es jetzt Ärger wahrscheinlich. Und deswegen will der mich wahrscheinlich ausknipsen. Ist ja nur die Frage, wo er die Infos her hat, dass du da so drin bist. Das ist immer eine Frage, wie er da immer so an die Infos... Er hat komischerweise, er weiß immer Bescheid, obwohl also, man versucht immer alles zu geheim zu halten, aber er hat immer irgendwelche Quellen, wo er immer weiß, wer ihm gefährlich wird. Das war schon aber das so. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Gut, dass du das sagst, weil dann... Also der hat irgendwie so viele Informanten, kann man sagen, die ihn da irgendwie die Infos zukommen lassen. Ja. Noch ein Stück, wenn es geht. Jo, Moment. So. Weil irgendwo muss ja die undichte Stelle sein. Ja. Weißt du, irgendeiner muss ihm ja hier dann die Sachen zustecken. Oh Mann, ja. Ey. Aber soll ich dir was sagen? Na? Ich glaube, ich habe da schon eine Vermutung. Oh. Okay. Aber du wirst natürlich verstehen, dass ich das jetzt für mich behalte, lieber. Ja, alles gut. Also, weil, ganz bevor ehrlich, es in die Hose geht. Ja, genau, lieber, genau. Lieber versuchen, seine Meinung zu kriegen oder gucken, auf was der Herr Wartlinger sagt. Ja. Vielleicht weiß er ja auch irgendwie was. Vielleicht überschneidet sich das ja mit deiner Vermutung. Richtig. Aber deswegen, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Pass auf, du musst mir nur einen Gefallen tun. Wenn der Wartlinger nachher kommt, musst du so sagen, ach, Oswin, Mist, ich muss noch mal ins Haus ganz kurz, ne, bei mir oben, also hier. Mhm. Und dann sagst du so, und dann kommst du wieder raus und dann sagst du so, boah, Oswin, ich kann diesen exklusiven 20.000 Euro Wein einfach nicht finden. Wo hast du den denn hin? Ich wollte den doch heute Abend extra mit meiner Freundin, scheiß drauf, ist jetzt egal, ob du eine hast oder nicht, weißt du wie? Mhm. Sagst du einfach, ich wollte den heute Abend extra mit meiner Freundin, wollte ich den heute trinken. Also, willst du das machen, Johann? Ich will dich aber zu nichts anstiften, das muss ich mal ganz klar hier sagen. Ich glaube, so einen kleinen Spaß kann der Herr Bartlinger ab. Das versteht er, da bin ich mir sicher. Aber du musst das so ein bisschen, weißt du, du musst das so richtig ernst rüberbringen. Du musst so ein bisschen sagen so, ach, Oswin, ich muss da mal ins Haus ganz kurz, warte mal. Und dann so, ach Mensch, wo ist sie denn, die Flasche? Und wo ist sie denn? Und wir stehen dann draußen, weißt du, so, dass wir dich hören können. Und dann... Das wird witzig. So, pass auf, wir müssen aber noch Folgendes machen. Wir müssen auf jeden Fall noch teilflächenspezifisch Unkraut spritzen. Da kommen wir nicht drum rum. Und wir müssen noch muss ich noch zum Händler runter. Ich muss noch Geräte wegschaffen. Und zwar die Vermehrpresse muss schleunigst runter. Wir müssen hier die Ballen einsammeln. Ich werde auch, weißt du was, ich werde direkt auch mal beim Bauhof den Antrag stellen für dieses Ballenlager, dass das so schnell wie möglich herkommt. Das sollte aber eine ziemlich schnelle, unkomplizierte Sache werden. Ja, das ist praktisch, das einfach zu lagern am Platz. Genau, da können wir die Heuballen alle reinschmeißen, weißt du wie, weil das sind nämlich auch schon wieder einige hier. Und dann können wir die einfahren und ja, wie viel hast denn du noch? Du hast doch noch ein bisschen was zu pressen, ne? Ja, 2-3 Bahnen sind das jetzt ja noch ungefähr, die ich habe. Und ich muss noch was machen, und zwar, ich muss den Frontlader vom Kubota tauschen. Das ist der falsche, der ist zu klein, da passen die Anschlüsse nicht. Hat der Maschinenhändler nicht aufgepasst bei der Bestellung? Ja, weiß ich nicht, ich hatte mir den falschen angeboten irgendwie. Oder falschen, es kann auch sein, da ist was durcheinander gekommen, whatever. Oder falsch geliefert, das ist ja auch möglich. Keiner hat es gemerkt beim Auspacken. Genau. Ja. Pass auf, du ziehst hier mal die Bahn noch fertig. Mhm. Ich werde schon mal ein bisschen die Maschinen derweile sauber machen. Sobald du fertig bist, es steht ein Tieflader am Hof mit einem schwarzen LKW vorne dran. Den kannst du, da kannst du den Vermehr drauf schmeißen, weil der Tieflader und LKW muss sowieso runter zum Bauhof. Ja. Und da kannst du das alles gleich komplett mit runternehmen und ich nehme dich dann wieder mit hoch, weißt du? Ja, genau, fahren wir zusammen da runter. Genau, und dann können wir die Ballen einsammeln. Das können wir im Anschluss machen und das Unkraut spritzen. Ja, genau. Das klingt nach einem guten Plan. Ist ein guter Plan, so machen wir das, Johann. So wie? Supi. Ach, Supi, ja, genau. Ja, also super Gudi, Plan. Alles klar. Ich bin erstmal fertig mit Schwadern, ich fahr mal rein, ne?
Jo, alles klar. So, okay. Sehr schön. Dann haben wir das hier durch. Dann fahren wir hier erstmal rein. Werden wir ganz fix Maschinenpflege machen. Das bedeutet einmal hier Vollgas durch den Bach. Nein, Spaß. Ich muss, Leute, es tut mir echt leid, dass ich über diese, aber ich habe keinen Bock, auch immer außen rum zu fahren. Das ist so, also immer außen rum ist sowas von. Was steht denn da? Ist ja nicht der Ernst. Wieso stehen da Kalkpaletten oder was das gerade war? Weil immer außen rum, das ist eine Katastrophe. Das können wir nicht machen. So, passt auf. Okay. Dann machen wir das jetzt hier einmal sauber, das gute Stück. So. Und dann düsen wir schnell zum Händler runter, bestellen einmal die neuen Sachen. Ich überlege halt tatsächlich, ob ich mir jetzt einfach eine Presswickel-Kombi hole. Das ist halt so noch das Ding. Ich meine, ich müsste ja theoretisch vom Bauhof noch ein paar Sachen wiederbekommen. Ne, das ist erstens. Und das zweite ist, also noch ein paar Gelder wiederbekommen. Ich kriege meine Provision von dem Bauvorhaben oben bei den Lauringer. Ich denke, das ist ganz schön geworden. Da sollte ein paar Euro hängen bleiben. Und ich bekomme nicht nur das. Warte mal, den können wir mal hier reinstellen. Obwohl, den können wir hier nebenan stellen. Ich brauche noch so eine kleine Halle, so eine Gerätehalle. Ich würde gerne hier die Fahrzeuge oder die Sachen, die ich nicht so oft brauche, würde ich gerne hier in die Hörmannhalle stellen. Und dann bräuchte ich aber noch eine Fahrzeughalle. Aber, naja. Die andere Seite ist für was? Wahrscheinlich kann ich meine Fahrzeuge alle verkaufen demnächst. So, dann lassen wir den erstmal hier stehen. Perfekt. Gut. Das muss runter. Das muss runter. Okay, dann fahre ich jetzt mit dem Unimog. Genau, ich fahre mit dem Unimog. Du, Johann? Ja, aus Wien? Folgendes, und zwar, tu mir doch bitte einen Gefallen. Und zwar, schmeiß doch auf den Tieflader bitte noch den Frontlader von dem Kubota mit drauf. Ja, kann ich mit drauf. Also den Vermehr und den Frontlader. Und ich fahre schon mal runter zum Händler und kläre da schon mal die Sachen ab. Dass das nicht so lange dauert. Alles klar, da komme ich gleich hinterher. Jo, bis gleich, wir sehen uns dort. Jo, ciao. Ciao. So, gut. Okay, dann düsen wir jetzt einmal runter und gucken mal schnell, was da unten los ist. Ist aber auch alles eine wilde Nummer immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt sind die Lecks fast weg. Was ist da los? Oh, ich hätte ja links gemusst. Ja, guck mal hier. Das nächste Ballenfiasko. Ist doch auf Kurs. Mal, dann fahre ich hier lang. Hier geht es auch nicht rein. Muss irgendwann mal links hier gehen, oder? Ein bisschen falsch gefahren, leider. Ich hätte die zweite links abbiegen müssen. Hier geht überhaupt keine mehr links ab. Was ist das denn? Mann, müssen wir rumdrehen. Wer seht denn bis zum Straßenrand an? Also mal ganz ehrlich, kein Mensch sieht bis zum Straßenrand an. Das ist ja völlig utopisch. So, jetzt aber flinke Füße. Gut, dann. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, hier nach dem Ballen geht's rechts ab und das ist immer richtig. Ach, hier war die Vermeer-Präsentation gewesen. Da soll auch demnächst wieder. Oh, hier guck mal, was da für Ballen liegen im Schlauch. Ist ja der Wahnsinn. Da soll demnächst auch wieder eine Präsentation kommen, habe ich so gehört. Soll gar nicht so lange anstehen. Bin ich mal gespannt, was da los ist. Und was auch noch kommt, ist der... Ich habe eine Einladung bekommen zum Ausbildungsabschnitt Teil 2 bei der Feuerwehr. Da freue ich mich ja. Gott sei Dank, ey. Ach, guck mal hier. Geht's weiter mit Ballen. Hier hätten wir links gemusst, aber wir können doch geradeaus. So, mittlerweile kommt auch die Ortskenntnis so nach fast 100 Folgen. Ach, nee. Hier liegen auch noch Ballen, überall liegen Ballen. Das ist der Wahnsinn. Muss mal echt aufgeräumt werden hier. Das kann nicht wahr sein. So geht das doch nicht. Ist ja furchtbar. Okay. Aber wir haben gestern das Formel 1 Rennen gemacht, Leute.
Ich bin doch gut im Pfeffer hier. Ich bin doch gut im Pfeffer. Na. Gib Gas. So. Aber dann würde ich sagen, meine Lieben, wir haben erstmal einiges geklärt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Dann geht's hier beim Händler weiter. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ja, sorry, dass wir halt... Ich weiß halt auch nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare auch gerne dazu. Gerade solche Sachen wie jetzt der erste Schnitt, die Feldarbeit und so weiter. Soll ich es durchgehend im Zeitraffer machen? Wollt ihr aber auch wie jetzt gerade... Wir können halt nebenbei ein paar Sachen klären und tun und machen. Und wie hättet ihr es gern? Wie würde es euch am besten gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ciao, ciao, euer Magnus.